Jo Leute, was geht? Willkommen zu Gothic Playable Teaser. Gothic habe ich noch nie gespielt, ist aber ein legendäres Game, wie ihr es hier nennt, von 2001. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Und es gibt ein Playable Teaser, das wird hier auch gerade ein bisschen erklärt. Ich übersetze das gerade mal. 2001 wurde eine legendäre Game-Serie geboren, Gothic. Und in 2019 hat das THQ Nordic übernommen und war ein mega großer Fan von dem originalen Spiel und haben dann überlegt und experimentiert, was sie mit dem Spiel machen könnten. Und als sie da so drüber nachgedacht haben, haben die realized, dass Gothic immer noch ein gutes Spiel ist, aber nur ein Remake würde nicht funktionieren. Und deshalb haben die was Neues versucht und haben das Ganze mal nochmal ganz umgekrempelt. Reimagining the whole thing. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, mal was ganz Neues auszuprobieren. Ich hoffe, ich kann das gleich mit Controller spielen. Hier steht jetzt noch E für Accept. Okay, mit Controller geht. Press A. Playable Teaser. Options. Da werden wir jetzt reingehen. Ich habe noch nie Gothic gespielt. Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt hier erwartet. Englisch gibt's. Es gibt Deutsch. Subtitles. Das kann so bleiben. Controls. Egal. Video ist okay. Audio, okay. Das Ganze übrigens gibt es bei meinem Partner Instant Gaming für 1 Euro. Teil 1, 2 und 3. Plus den Playable Teaser, weil den Playable Teaser, den könnt ihr nur spielen, wenn ihr Teil 1 habt. Und bei Instant Gaming, habe ich euch unten verlinkt, gibt es das Game, alle drei Games plus den Playable Teaser für 1 Euro. Wenn ihr also den Playable Teaser auch mal spielen wollt, dann könnt ihr das Ganze machen für 1 Euro bei Instant Gaming. So, ich bin echt gespannt. Ich habe noch nie Gothic gespielt. Ich weiß gar nicht, worum es hier geht. Wie ist der Ton, Leute? Sind die Add-ons inbegriffen? Weiß ich nicht. Ist Steven da? Ich weiß. Der König brauchte Swords für seine Armee. How insignificant was forced to work in the ore mines of Corinnes. To make it impossible for them to escape, the king sent out the best magicians of the kingdom to create a magic barrier around the entire valley. Oder Skoppel. But something disturbed Mods, the ändert man das Spiel bitte. Und den Titel. Hast du dich auf Deutsch eingestellt? Ja, eigentlich schon irgendwie. The convicts took control of Corinnes. The king had no choice. He had to negotiate. He needed the ore. But his former slaves now demanded a high price. Month after month, the king supplied everything the prisoners needed in exchange of tons of ore. Until the present day. Another convict was brought to the lift. He did not know, but he would change everything. Ich habe actually nichts mitbekommen, ne? Ich hoffe, das war nicht wichtig. Loading. Loading. Okay. Prolog, a new beginning. High return, they said. You'll never get caught. Of course. Now it's just you and me, my friend. No weapons, no food, just the simple scroll. Who are you? What's happening down there? What the? Oh! Yeah! Yeah!
close. Oh, shit! Geht das schon von meiner Stunde? Oh, I'm in one piece. God, no blood. Oh, where's the scroll? Oh, it's all right. Great, okay. Let's move on. Let's light this up. Oh, good. That'll do, I hope. Where are we? What a mess. What's going on here? All right. Let's get the hell out of here. Right. Okay, Deutsch. Hier, wieso habe ich kein Deutsch? Wieso habe ich kein, Einstellungen hier? Wie komme ich aus dem Game wieder raus, hä? Wieso habe ich keine Einstellungen hier? Und wie komme ich aus dem Game wieder raus? Ich bin verwirrt. Hier. Options. Ich habe doch auf Deutsch gestellt, oder nicht? Muss ich speichern? Apply auf X. German. Ist immer noch nicht auf Deutsch, aber okay, dann ist ja auch egal. Okay, wir können uns bewegen. Es geht los. Also erstmal muss ich sagen, bewegen ist schön. Es läuft natürlich wahrscheinlich nicht perfekt. Ihr müsst überlegen, stellt euch vor, dass das ein Early Access von einem Game ist. Das ist wirklich nur... Ihr habt ja den Prolog, was ich da eben ein bisschen übersetzt habe, gesehen. Es ist, was man machen könnte. Das ist alles andere als final, ist einfach nur, was man machen könnte aus dem alten Gothic-Spiel. Und wie gesagt, ich weiß gar nichts davon. Gar nichts. Ich kann springen. Sonst kann ich erstmal nichts machen. Ich kann schnell laufen. Okay, gut. Ich hab's auf Deutsch gestellt, aber überhaupt gar nicht auf Deutsch, okay. What the heck's going on? Wieso weiß er überhaupt gar nicht, was abgeht? Ist er nur am Fluchen? Was ist los mit ihm? Ihm geht's gar nicht gut. Scheißt er sich in die Hose? Das ist eine Dämon, sehr früh. Ja. This place, some people's luck is worse than mine. Let's see. Hol das Schwert raus, mein Junge. Hol dir das Schwert. Schnapp dir das Schwert. Pack's dir. Right. Wir werden richtiger Schwertkämpfer. Das wäre ich auch damals gewesen. So ein richtig krasser Schwertkämpfer. Und beim ersten richtigen Kampf irgendwo verstecken.
Und ganz am Ende einfach irgendwo in den toten Körper noch reinstechen. Um ein bisschen Erfahrung abzufahren. Broken Longsword. Errungenschaft erhalten. Es gibt sogar Errungenschaften. Geil. Ach du Scheiße. Einfach ein Dinosaurier im Sinne Ark. Versucht er gerade mit dem Monster dazu reden? Ist dumm. Ach, das war ein Knast oder was? Er war im Knast? Wird auch was erklärt oder? Okay. Wo ist mein Schwert? Gib mir mein Schwert. Ich kann Waffen nicht wechseln. Ich kann immer noch nur laufen und springen. Ich kann nicht angreifen oder so. Ist das ein Leuchtfeuer? Nee. Well, this doesn't look good at all. What the hell? Der Herr versorgt die Kinder, soll ich ausrichten. Der Herr hätte mal die Kategorie und den Titel ändern sollen, aber schon gut. Habe ich schon gemacht, danke. Hinter dir, pass auf, mein Junge. It can't be real. Jetzt schnapp dir dein Schwert und stich auf ein, Mann. Hat doch gerade ein Schwert genommen. Ja, pack dir dein Schwert. Die kämpfen. Sonst koppel denn gar nichts, koppel nicht da. So, Leute. Move air to. What? To change your pose? Okay. Press RB. Für ein fast. Und RT für strong. Press R to perform a dash. Da sehe ich mich. To switch targeting between enemies. Okay. To change your pose. Okay. Hoho, das wird witzig. So habe ich noch nie gekämpft. Kann man einfach drauf losballern? Es läuft irgendwie wie im Sack Kartoffeln. Ne? Ey, ich zieh ihm ja gar nichts ab. Kann das sein? Ich glaube, das ist so ein Fight, hier soll ich sterben, ne? Das kann ich nicht schaffen. Aber klar, guck mal, das sind halt irgendwelche Drachen. Es ist aber. Ja, man soll hier sterben. Ich habe direkt 1000 Kritikpunkte. Leute, Dark Souls hat's vorgemacht. Wenn ihr ein geiles Kampfsystem haben wollt, nehmt Dark Souls. Das ist immer noch übel einfach. Das fühlt sich gar nicht gut an. Es ist übel behäbig. Es ist also die, wie nennt man das nochmal? Es war alles so verschwommen. Du hast nichts gesehen. Und dann, wieso kann ich das Schwert in verschiedenen Positionen halten? Das ist doch kacke. Es soll ein anderes Alt sein. Ja, verstehe ich schon, aber das sollten wir nicht machen. Die haben ja gefragt, was soll man besser machen. Das finde ich nicht gut. Da, so wie er gekämpft hat, so kann man gar nicht kämpfen. Das sind eins mit der stärksten Gegner im Game, okay. Und er hat die einfach gekillt. Chillig. You're still alive. Congratulations on surviving your first day. Also irgendwie ist es auch komplett. Okay. Soll vielleicht so sein. Errungenschaft freigeschaltet. Anfängerglück. Vielleicht war es auch jetzt noch am Anfang. Vielleicht wird es später ein bisschen schnelleres Combat. Das hat mir bisher gerade jetzt gar nicht gefallen. Es war sehr, sehr langsam. Also wirklich sehr langsam. Good morning. Yes, I believe I did. Da gab es auch 2001 schon Spiele, die schnelleres Combat hatten. You discovered the local fauna.
Those beasts are very violent at night. Conversely, they're somewhat more docile during the day. Ist der Ton laut genug, Leute? Luckily, I arrived to hunt something for breakfast. Better than you, eh? Their meat is a bit tough, but it tastes better than rookie meat. By the way, we haven't been introduced. My name is properly gar nicht gesagt. And I'm the leader of the shadows in the old camp. Diego. I'm yeah, that's not important. You're a convict in the colony now. New prison, new life. Er wollte gerade sagen, wer er ist, sag ja, scheiß drauf, ist nicht wichtig. Okay, wir waren also wirklich irgendwie ein Gefangener oder was? Hey, that scroll belongs to me. Yes. I borrowed it while you were asleep. Don't worry, Rookie. I'll give it back to you when we leave. It's an unusual document. Normally, rookies come in here with scrolls listing their crimes. That legal formality is meaningless here. It doesn't matter what crimes you committed outside. You'll have plenty of time to work them off here. If you live long enough. Yours, on the other hand, is special. It's red and carries a lacquered seal. It's a scroll intended for mages. What to do? What should I do with the scroll? Well, Rookie, there are things more dangerous than wild animals in this place. For example, the ambition of many, and how little other people's lives are worth. In your place, I'd keep my mouth shut until I found one of the mages. Es halt der namenlose Although in your situation, that's not likely to happen. Why not? The mages are in the castle of the old camp. The only way people can get in are Gomez's men. So, now you know. If you want to find them, first, you'll have to join the old camp. There's no other way. Well, I'll have to report yesterday's attack to Gomez. Shortly. 20 Minuten im Game. But before we leave here, do you have any questions, Rookie? Nein. Goodbye. Thank you very much. I don't have any more questions. Don't mention it. It's always a pleasure. Hey, you showed promise in the fight, but that's not going to do much good without a weapon. And there are also lots of wild beasts between here and the camps. It would be folly to travel unarmed. You can start by taking a look around the exchange zone near the elevator. I'm sure you'll find something useful there. When you get a decent weapon, come back. Decent sword. So, da sehe ich mich. Together. Das war ja eben eine Zumutung. Diego's Camp. Okay, auf jeden Fall bin ich jetzt schneller. Oder nee, doch nicht. Was macht er? X talk to Diego. Nee, du, lass mal. Ich will raus hier. Abfahrt. Oh, wow, wow. Pickup. Ups. Nee, nee. Komm auf. Hold LS while moving to run faster. Action takes sprinting or attacking consumes stamina. Mhm. Press B to crouch, press R to climb ledges, Quick Menu. Ja, okay. Wir haben hier ein Quick Menu.
Aufsammeln. Aber seht ihr das auch, dass es ist... seht ihr diese Unschärfe? Ah, das müssen wir ändern. Kann man das hier ändern, bitte? Die Bewegungsunschärfe ist viel zu krass. Bewegungsunschärfe. Bewegungsunschärfe. Gibt's nicht. Aber die Bewegungsunschärfe tut mir ganz doll weh. Alter, das ist... Es ist alles so am... Naja, komm. Was haben wir hier? Ohrnugget. Seht ihr das? Wenn, also das ist ja schrecklich, Alter. Das ist ja also nicht mal als Pokémon würdig. Sonst ist ja alles super, aber dieses Verschwommene. Was gibt's hier? Empty Bottle. Geil, da kann ich bestimmte Federn aufbewahren. Coin. Kann man hier einfach runterspringen für die Wissenschaft? Jetzt wisst ihr das. Kann man nicht. Fallschaden aktiviert. Aber komplett aktiviert. Nicht, weil es nur ein bisschen aktiviert, richtig aktiviert. Kann ich mich heilen? Nee. Boah, hier, was hier? Feuer? Ah, hier ist ein Ausrufezeichen. Das heißt doch was. Talk to Kane. Hätte ich dir auch sagen können. Hm. Awesome. I don't think Gomez will miss this. Hey. Oh. Hello. I didn't hear you coming. I'm looking for, well, clues about last night's disaster. I see. Well, I have to settle this soon. Gomez has little patience, and I have other, more urgent problems to attend to. An die Profis. Muss ich mit denen quatschen? Ich will kämpfen, anyway, ich will leveln. Ich will looten. Looten und leveln will ich. Ist doch hier kein Story-Game, oder? Ein Story-Game? Wie gesagt, ich habe nie Gothic gespielt. Keine Ahnung, worum es hier geht. Aber ich dachte, es ist looten und leveln. Ich will Monster wegballern. Ich will mein Schwert irgendwo reinstecken. Das cutte ich raus. Hier ist ja gar nichts, Mann. Wo sind die Monster? Da, raus. Raus in den Wald. Da muss ich hin. Da, hier. Killen. 10 Erfahrung. Da, so. Revelio, wo ist der hingegangen? Ich sehe ihn nicht mehr. Mist. Da! Schön. 10 Erfahrung. Loot Meatbug. Nein, pack dein Schwert weg. Take all. Looten. So, das genau das mein Ding. Da ist noch einer. Drauftreten. Im Vorbeilaufen. Looten. Abfahrt. Was? Ich brauche 2000? Da muss ich ja 200 von den Dingern killen. Das ist mir zu viel. Dann gehe ich mal in den Wald. Sind hier irgendwo Gegner? Hier ist nichts, Mann. Ich will Gegner. Und ich will mich heilen. Ey, hier war ich eben. Hier bin ich, hier war doch das, wo ich fast gestorben bin. Richtig? Loot Snapper, das ist doch bestimmt mega.
Blood Corps. Tumblr. Was da? Die hat ja, der hat ja gesagt, eine Stunde Teaser. Heißt das jetzt gerade, läuft irgendwie eine Uhr im Nee, ich bin wieder bei dem. Oh nee, ey. Läuft gerade eine Stunde für mich? Oder sagen die so Pi mal Daumen, das ist eine Stunde Gameplay, aber oder wie? Ich gehe mal einfach den Weg zurück, den ich eben in dem... Oder hier? Eine Stunde waren das nicht acht? Keine Ahnung, das irgendwas, da stand was von einer Stunde. Pick up Blueberry. Pick up. Pick up, krieg ich recht Hunger. Alkohol, nee, empty bottle. Kann ich da bestimmt befüllen oder so. Sackgassen liebe ich ja in Games. Hallo. Ori. You're the new guy who arrived last night, aren't you? Yes. Diego told me all about it. A spectacular welcome here. I'll say. Well, newbie, I hope you're having a good time on your side of the door. Because you won't be able to get to the other side. What? Why not? Diego's orders. Until he returns, I can't open the door to you or anyone else. Are you sure there's no way I can get through the door? Well, it looks like we have a new merchant in the colony. Well, let's do some business. Maybe you can help me with a little problem. I had a horrible night. I went a little too far with the beer and the dice, I guess. Maybe you know how this usually ends. My head is about to explode with a hangover. My colleagues loot and the boring morning guards. So you could bring. Der spielt ja die ganze Zeit mit der Gitarre. Ich denke schon, hä, wo kommt die Gitarre her? Das steht einfach. If you bring me something really useful, maybe I'll let you in. Give Ori something for his severed headache. Okay. Und was gebe ich dir? Habe ich das schon? Well, sorry, man. The headache speaks louder than you. Ich hätte gern seinen Helm. Der ist ja richtig chillig drauf. Wieso hat das Spiel Gitarre so viele Saiten? Sind das nicht zu viele Saiten? 10, ist so eine spezielle, ne, mit 10 Saiten. Ja, was bringen wir dem? Weiß ich nicht. Aspirin oder was? Gibt's hier Aspirin? Oder die Aspirinpflanze? Okay, irgendwie das hier? Oder noch ein Bier. Konterbier braucht er. Das ist es, er braucht ein Konterbier. Das macht wenig Sinn. Oh mein Gott, das ist der Gegner. Gott, oh mein Gott, es ist so schlecht. So schwierig. Irgendwie kann ich auch nie zwei Angriffe hintereinander machen.
Kampfsystem. THQ, bitte mach das Kampfsystem ganz anders. Gib mir das Dark Souls Kampfsystem und ich mach die alle weg. Mit Fäusten. Und Ladezeiten sind auch viel zu lang. Die wollten ja, die wollten wissen, was kann man, wie findet ihr das? Ich gebe meine Meinung ab. Dieses verschrommene Bild, Abfuck, Kampfsystem, ein Graus. Wieso habe ich nur Half-Life? Wie heile ich mich denn? Wir gucken mal im Beutel. Restores 20 Vitality. Wo sehe ich meine? Da, 100 Vitality. Kann ich das auf ein Equip machen? Ja, da. Restores 10 Vitality. Nein! So. Jetzt kann ich mich auch währenddessen mal schnell restoren. So, Hundis. Da seht ihr diese Bewegungsunschärfe. Das ist ja wie ein Fiebertraum die ganze Zeit. Wenn ich die ganze Zeit mein... Also, das ist ja schrecklich. Ich sehe nichts. Es ist also so, als wäre ich halt... Es ist so, als bräuchte ich eine Brille. Und ich kann es nicht usen irgendwie. Use doch. Komm, wir mir verarscht vor. Hallo! Ich kann es nicht usen. Ich würde es ja gerne usen. Alter, weil, wisst ihr, wie, er holt so aus. Das kann auch keinen Schaden machen. Und dass ich nur Half-Life bin hier. Hallo. So, mir wird so schwer, also, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Alter. War das, ist das, soll das so sein? Ich kann das nicht spielen, mir wird richtig, mir wird da schlecht davon. Der rennt die ganze Zeit weg, der Penner. Alter. Ich krieg ihn jetzt ein, doch.
Ich kann ihn auch nicht nochmal treffen, wenn ich angerufen habe. War das für irgendwie nicht Echtzeit oder so? Und deswegen ist das hier rundenbasierend irgendwie? Also ich check's nicht. Da, ich kann dich nochmal treffen. Wie viel Erfahrung gab das? Hat sich's gelohnt? Die Fähigkeit, Schwerter richtig zu führen und zu schwingen, kommt später durchs Leveln der Charaktere. Der Charakterfähigkeiten. Das heißt, die Hunde sind gerade noch Endgegner für mich, oder was? Ich kann die gar nicht besiegen. Oh, Alter, das ist ja... Das Kampfsystem ist ja ganz, ganz wilde Nummer. Also wenn die da, also man muss doch irgendwo diese Bewegungsunschärfe ausmachen können. Ich muss noch mal gucken in den Einstellungen. Also es ist ja so unscharf. Es fühlt sich an, als wäre ich die ganze, als wäre ich besoffen. Guckt euch das mal an. Das fühlt sich an wie 3 Promille. Seht ihr, wie unscharf das wird? Das ist ganz schrecklich. Wie 10 FPS oder so. Vertical, was ist das? Ist auch immer noch Deutsch. Ah, guck mal, jetzt auf Deutsch. Das war's nicht. Ah, jetzt ist es auch auf Deutsch. Ich musste X drücken für Apply. Okay. Fenstermodus. Max Frames. Gamma. Auflösung. Das ist alles episch. Oh Gott. Also, das geht halt nicht. Bin ich. Nein, nur ich das? Oder guckt euch das mal an, das fühlt sich ist so verschwommen, als wäre ich betrunken. Ich krieg Kopfschmerzen davon. Kommt es bei euch auch so rüber? Ja. Also so sieht es ja super aus, aber sobald ihr die Kamera bewegt, wird es ganz böse. Vielleicht nochmal lieber den alten ersten Teil spielen. Es wird freezen auf den deines Monitors. Okay. Oh Gott, das ist ja noch schlimmer. Es ist noch schlimmer geworden. Wir machen mal 30 irgendwie. Die ist bei 30. Ne, es bringt alles nichts. Ach Gott, 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 Gott. Also, ich würde voll gerne eine Kaufempfehlung ausgeben. Aber hier kann ich keine Kaufempfehlung ausgeben. Also, wenn ihr den alten Teil nochmal spielen wollt, 1 Euro, Link in der Beschreibung. Das ist unspielbar, meiner Meinung nach.
Picken, Mann! Wieso kann er doppelt hintereinander angreifen? Ich aber nicht. Bam! Das gibt gar keine Erfahrung. Wie soll ich denn jemals auf Stufe 1 kommen? Greif doch an, du Penner! Ich hab doch noch voll viel Mana. Hey, ich kann nichts machen. Ich kämpfe hier einfach gegen Dinos. Erfahrung. Plündern. Scavenger-Fleisch. Also ich habe langsam 1 gegen 1 das Kampfsystem, glaube ich, gecheckt. Es ist aber so nicht mein Style. Es ist also falsch zu sagen, dass es schlecht ist. Also sehr subjektiv schlecht. Ist es gar nicht meins. Man muss... Ich habe gesehen, der Gegner, der... Man hat drei Richtungen. Und der Gegner hat auch drei Richtungen. Und je nachdem, wie er seine Richtung rot hat, muss man da entweder angreifen oder dashen. So richtig verstanden habe ich es noch nicht, aber... Ich weiß, dass da ein tieferer Sinn hinter ist, an wie man kämpft. Aber wie willst du das gegen drei Hunde machen, wenn dich zwei von hinten angreifen? Das kannst du ja vergessen. Also eins gegen eins würde gehen, aber so ja nicht. Dietrich. Von dem habe ich auch das Schwert, ne? Es ist sehr eigen. Und diese Bewegungsunschärfe ist eine ganz schreckliche Nummer. Und ich habe keinen Plan, wo ich lang muss. Eins der schwächsten Monster. Naja, habe ich. Deswegen habe ich es ja auch geschafft gerade, ne? Sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht geschafft. Aber wenn er nur 60 Erfahrungen gibt und ich brauche 2000, ich spreche mal mit ihm. Well, haven't you found the weapon yet? Hurry up, Rookie. I can't wait here all morning. Ich soll eine Waffe finden. Wo ist denn eine Waffe? Ich habe dir keine Waffe gesehen. Ich gehe mal unten lang anstatt oben lang. Ich habe was? Ich habe keine Waffe gesehen.
Fleischschwanze. Die Fleischschwanze. Eben bin ich da runtergehopft, ne? Jetzt gehe ich mal hier lang. Alter, da war aber ein Übel-Lag. Wo ist denn meine Waffe? Gibt es hier Questmarker? Jetzt mal for real, gibt es hier Questmarker? Quest-Tagebuch. Ein ordentliches Schwert. Aktivieren. Aktivieren! Nach allem, was gestern Abend vorgefallen ist, wäre es unklug, ohne eine ordentliche Waffe loszuziehen. Ich sollte auf Diego hören und mir etwas Brauchbares suchen, mit dem ich mich verteidigen kann. Suche in der Handelszone eine brauchbare Waffe. Da sind Hunde, da gehe ich auf gar keinen Fall hin. Wo ist denn die Handelszone? Hier irgendwo, ne? Oh Gott, wäre ich mal gesprungen. Finde eine ordentliche Waffe. Kein Questmarker. Das, ja, ich weiß, wieso die sagen, das ist altbacken. Ich such doch hier nicht alles ab, wie ein Dummer. Aha, Truhe. Hallo, Mora. Dietrich Pfeil, Fackel, Königsbier. Das Bier ist doch safe für den einen Typen. Soll ich mal versuchen, ihn das zu bringen? Aber wo soll ich diese Kackwaffe finden? Das Bier für die Unschärfe. Meinst du, dann wird scharf? Wenn ich betrunken bin, dann wird scharf. Wenn du dich so langsam bewegst, geht's. Aber sobald du die Kamera ein bisschen schneller bewegst. Alter, das ist ja. Oh, Truhe. Ich brauche ein Schwert. Minus mal Minus. Ich brauche ein Schwert. Wo ist das scheiß Schwert? Keine Ahnung, wo es hier lang geht. Aber ich brauche halt meine verschissene Waffe. Sobald die Gegner kommen, renne ich einfach weg. Aha. Ah, guck mal, hier sind wir wieder bei ihm. Da wollten wir eh hin. Was gibt's hier? Eh? Oh, this smells awful. How can they use this garbage? Kochen. Kochen kann man.
kochen kann, Mann. Muss ich dem Typen was kochen? Keine Rezepte, okay. Was mit dem Königsbier? Willst du das Bier haben? You want me to open this door? Well, I'll need... Sorry, man. The head... still around. This headache won't go away on its own. Das geht. Okay. You deserve that. Für die Wissenschaft, Leute. Für die Wissenschaft. Leute, ich würde sagen, das sollte gewesen sein. Wenn ihr Gothic 1, 2 oder 3 spielen wollt, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Für 1 Euro könnt ihr euch das über Steam bzw. über Instant Gaming holen. Oder halt hier den Playable Teaser. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiterschauen, aber das war's von mir. Lasst ein Like und ein Video da und bis zum nächsten Mal. Haut rein.